Dieses Video wird präsentiert von Tipico Sportwetten. Bei der Rückkehr aus Istanbul die Stimmung im Bayernlager, sagen wir mal so lala. Die unglückliche und vor allem unnötige Niederlage im ersten Eurocup-Halbfinale auch am Tag danach. Noch ein wenig in den Klamotten der Münchner Basketballer. Aber noch ist längst nichts verloren. Einmal tief Luft holen und am Freitagabend um 20 Uhr im Audidom den Serienausgleich schaffen. Mit dabei dann natürlich auch wieder Maskenmann Danilo Bartel. Die gebrochene Nase, keine Ausrede. Mir geht's eigentlich soweit ganz gut. Nase wurde wieder gerichtet, sodass ich jetzt mit Maske wieder spielen kann. Schon in Spiel 1 Bartel in der Starting 5 und Teil einer bärenstarken ersten Hälfte. 23 Punkte der FCB zwischenzeitlich vorn. Was dann nach der Pause passierte? Naja, einfach bitter. Haben eine super erste Halbzeit gespielt, tollen Basketball. Und sind dann einfach ein bisschen hektisch geworden in der zweiten Halbzeit. Und letztendlich kam dann alles zusammen am Ende irgendwie, dass wir nervös wurden, Ball weggeschmissen haben, sie den entscheidenden Wurf treffen. Ein paar Entscheidungen gegen uns sind einfach ein bisschen unglücklich, glaube ich, einfach am Ende das Ding auch verloren haben. Wie auch immer, Spiel 1 ist Geschichte. Die Bayern im Audidom im Eurocup noch ungeschlagen und zusammen mit den Fans soll das am Freitag auch so bleiben. Der Plan dafür recht simpel. Ja, wie in der ersten Halbzeit spielen. Ich denke, es ist alles drin, wir sind super motiviert. Gerade nach solchen Spielen, glaube ich, kann uns auch viel, viel Kraft und Positives geben. Sodass wir, ich glaube, uns alle auf das Spiel am Freitag freuen. Die Vorfreude im gesamten Bayernlager riesig. Das erste europäische Halbfinale der Vereinsgeschichte im Audidom soll nicht das letzte Heimspiel der Saison sein. Der Traum vom Finaleinzug soll zusammen mit den Fans weiter geträumt werden.